eine Spaghetti-Eis ohne Sahne bestelle. Und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo, was es jetzt dieses Jahr brandneu ab April offiziell zu kaufen gibt. Und zwar teste ich heute mal wieder Lindt-Schokolade für euch. Ja Leute, wir haben hier einmal ein neues Lindt-Produkt und zwar Eispralinen. Ja, insofern Spaghetti-Eispralinen. Leute, wie geil ist das denn? Es ist weiße Schokolade, gefüllt mit einer weißen Creme mit so Erdbeerstückchen und das Ganze nochmal auf einer Erdbeersoße. Ich denke, das ist jetzt hier ein bisschen ungünstig, wenn ich in so eine Praline reinbeiße. Deswegen zeige ich euch das Ganze jetzt mal in einer Großaufnahme und versuche die jetzt mal professionell für euch zu zerlegen. Also Leute, ich muss mich ja mal wieder selber loben, ja. Also ich habe es natürlich so perfekt in der Mitte durchgeschnitten, dass ihr das Ganze mal in der Großaufnahme sehen könnt. Wir haben außenrum eine weiße Schokolade, dann eine Erdbeercreme mit Erdbeerstückchen und ihr seht unten drunter richtig so eine Erdbeersoße. Ja, hat schon so einen richtigen Touch von Erdbeermarmelade. Und ich werde jetzt mal hier so ein Stückchen probieren. Natürlich eiskalt aus dem Kühlschrank, Leute. Spaghetti-Eis isst man ja auch nicht bei Raumtemperatur. Würde keinen Sinn machen. Und ja, es geht los. So, ihr habt sie gesehen in der Großaufnahme. Ihr seht, das hier sind richtig kleine weiße Pralinen. Es gibt ja auch die Milka Lindt Schokolade. Ich weiß gar nicht, ob das eine Lindtello Schokolade ist. Es gibt ja schon eine Milka Schokolade in der Sorte mit Spaghetti-Eis. Das ist eine Tafelschokolade. Die ist auch sehr, sehr lecker. Gibt es jedes Jahr zum Sommer wieder. Schaut dazu gerne hier oben ins Testvideo. Die habe ich auch schon für euch getestet. Das Ganze hier wird so ähnlich schmecken. Allerdings hat man hier natürlich ein anderes Verhältnis von Creme und Schokolade. Weil bei der Tafelschokolade war es außenrum natürlich viel mehr weiße Schokolade. Hier hat man nochmal wieder eine dickere Erdbeerfüllung mit einer noch mehr flüssigen Cremefüllung, Leute. Und ich bin gespannt. Und es schmeckt 1:1 wie Spaghetti-Eis. Das fand ich bei dieser Lindt Spaghetti-Eis-Schokolade schon mega geil. Wenn man Spaghetti-Eis isst, hat man hier oben drauf diese Erdbeersoße mit diesen weißen Schokoladenraspeln. Und genau so schmeckt das auch. Also es schmeckt quasi, als hättet ihr ein Spaghetti-Eis vor euch und würdet die Erdbeersoße mit den weißen Schokoladenraspeln essen. Genau so schmecken die auch. Es ist sehr, sehr süß. Und ich muss sagen, diese Lindt-Schokolade, also diese Lindt-Spaghetti-Eis in Schokoladentafelform, gefällt mir ein bisschen besser, weil die weiße Schokolade da etwas dicker ist. Ich habe das Gefühl, diese Pralinen hier, die sind etwas süßer. Und man hat hier auch nochmal mehr diese Erdbeercremefüllung. Und ich mag ja nicht so gerne dieses Fruchtige in Schokolade. Es geht jetzt nicht in die Richtung Joghurette. Das Ganze schmeckt nicht sauer. Es ist wirklich sehr süß. Aber es ist wirklich, wie gesagt, dieser sehr, sehr süße Erdbeergeschmack. Aber es ist echt wirklich Wahnsinn, wie sehr das an Spaghetti-Eis rankommt. Also, mir ist gerade mein Messer runtergefallen. Ach du Scheiße! Es schmeckt wirklich nach dem, was draufsteht. Und Leute, wer nicht auf mich hört, dass man Schokolade aus dem Kühlschrank essen soll, es steht hier auch nochmal drauf. Ja? Also kühl genießen, tut euch wirklich einen Gefallen und lagert Schokolade im Kühlschrank. Es schmeckt wirklich besser. Ja Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert hier oben meinen Kanal und wir sehen uns.